Jetzt schon finden. Verkauf gab es damals auch schon. So, Drachenstiefel, ich werde sie nie wieder ausziehen wollen. Zwei und 23 Schutzgift. So toll sind die gar nicht, die Drachenstiefel. Erhöht Geschwindigkeit um 20%. Na, das ist vielleicht nicht schlecht. Ein Schutzgift ist doch. Ja, die sind ja nur Level 5. Was geht denn jetzt ab? Giftresistenz 2. Ja, so toll sind die nicht. Die haben insgesamt nur 25. Dass man sie jetzt hat, ist besser. Das ist halt, dass es schneller ist. Weiß nicht. Alle nur ein Slot oder zwei Slot. Da habe ich drei von. Guck mal, bis ich fünf habe. Was hat der? Blitz. Schaden spirituell. Schutzblitz und Schutzgift.
Nicht weit weg. Eine Dachwohnung. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, vergleicht nur in ganz Antalor. Unsere Ware entspricht den höchsten Anforderungen. Einmalige Gelegenheit für alle, die Qualität suchen. Bei uns wie immer zum Vorzugspreis. Ist das hier? Beste Qualität für die kleine Geldbörse. Warum anderswo mehr bezahlen, frage ich euch. Hier rüber. Könnte die Dachwohnung hier sein? Du? Riese? Das ist ja eine Überraschung. Der Zeitpunkt ist zwar nicht ideal, aber du kamst mir nicht ungelegen. Wie hast du mich gefunden? Also ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dich hier zu treffen. Wie charmant. Sask schickt mich. Er wollte, dass ich hier mit jemandem rede. Was hat er dir gesagt? Dass du Dummheiten vorhast? Und er will, dass du mich aufhältst? Naja. Vergiss es. Ich glaube, er ist ehrlich besorgt und will dir helfen. Lass es mich versuchen. Nein, da muss ich alleine durch. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber überleg dir nochmal, warum du es unbedingt alleine durchziehen willst. Mein Angebot steht. Ah, er steht. Mal sehen, ob du das immer noch sagst, wenn du mittendrin steckst. Mittendrin? In dir? Was? Was hast du denn schon für Gedanken? Wie konnte Sask nur denken, dass du unvernünftig bist? Ich schulde dir noch eine Erklärung, bevor wir loslegen. Ich habe Ärger mit der falschen Sorte Leute. Ich meine, von der einflussreichen Sorte. Vielleicht kann ich dir helfen. Welche Summe schuldest du? Diese Leute sind nicht an Geld interessiert. Sie wollen Maliels Träne. Sie wollen eine Göttin zum Weinen bringen? Das ist ein Edelstein, der bei der Händlergilde aufbewahrt wird. Geld hilft uns ja nicht weiter. Die Händler sind viel zu stolz auf den Stein. Sie werden ihn nicht verkaufen. Und wie kommen wir zu dem guten Stück? Es gibt jemanden, der uns helfen kann. Ein Dieb. Er heißt Mason. Er ist schon öfter bei der Gilde eingebrochen. Ich vermute, er betreibt eine Art Handelsspionage. Du glaubst, er wird uns zeigen, wie wir reinkommen? Wenn dich jemand aus dem Gefängnis befreien würde, würdest du dich auch revanchieren wollen. Wie ist dein Plan? Vergiss nicht, dass du es warst, der unbedingt helfen wollte. Mason wird im Moment noch hier in Hatmandor festgehalten, bis zu seiner Verlegung. Also müssen wir schnell sein. Aha, und wie stellst du dir das vor? Wir legen die armen Wachen um und verschwinden im Schatten der Dunkelheit? Die Einzelheiten darfst du ruhig mir überlassen. Aber wie ich dich einschätze, bist du ganz gut für so eine Aktion zu gebrauchen. Ich weiß nicht. Ich stell mir vor, du gehst rein in die Wache und suchst Mason. Meinst du, du kriegst das hin? Lässt du mir denn eine Wahl? Jetzt nicht mehr. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Später treffen wir uns am südlichen Eingang zur Wache. Ja, ich nehme. Lass dir ruhig Zeit. Sei ein Schatz, ja? Und du wirst es nicht bereuen. Hat sich eingeschlossen. Der ist zu heiß da drin. Der steigt es zu Kopf, die Hitze. Dumme Gedanken. Was will die? Die will einen Ausbruch machen von einem Gefängnis, einem Gefangenentransport. Und dann will sie ihn befragen, als ob er dann nicht irgendwie schon überall, alle, jede Stadtwache am Arsch hätten kleben. Und dann will sie noch in die Händlergilde und da den Stein, der super wertvoll ist, die Träne in irgendeinem fetten Diamanten. Träne ist ja wahrscheinlich entweder, ja, wird wahrscheinlich durchsichtig sein, damit ein Diamant. Oder blau und ein Saphir. Die spinnt doch!
Die spinnt doch. Ich hab nicht zugestimmt. Ich muss das aber machen, sonst kann ich das hier nicht machen. Und dann kann ich das hier nicht machen. Was will denn die Gilde? Das waren die Familienjuwelen. Werde ich jetzt hier zum Juwelendieb? Wisst ihr, was ich mache? Ich lege mir da einfach zwei Dings hin. Und teleportiere dahin. Oder? Scheiß aufs Pferd. Da habe ich nur noch zwei persönliche Teleporter. Nein. Dann sammle ich mal zwei ein, die ich gerade nicht brauche. Na, zudem muss ich noch mal. Was ist hier? Achso, der dritte Mann. Ja, da kann ich auch den da nehmen. Das ist das. Und da muss ich da noch mal hin. Ein Teleporter. Ich brauche ja zwei. Na, das ist dann wirklich ein Stück. Naja, bis da oben war es auch ein Stück. Jetzt muss noch mal in die Minen. Das ist gut möglich. Was haben wir hier? Das ist auch ein Stück. Das war im Lazarett. Da muss ich bestimmt noch mal hin. Und das ist die Händlergilde und das hier ist die von meinem Haus. So, die nehmen wir jetzt nämlich auch mit. Kann ich das jetzt nicht machen? Keine Ahnung. Bayern. Weißt du noch, wo das war? Habe ich denn noch? 14 ist ja nicht so billig, oder? Kommt ruhig näher. Nur noch diese Woche ausverkauft zu konkurrenzlosen Preisen. Ein wunderbarer Tag heute, nicht wahr? Womit kann ich dienen? Da wird's ja noch mehr. Was spackt da beim USB irgendwie rum? Interessanterweise verkaufen die immer Sachen, die man auch gebrauchen kann.
Also. Scharmützelhosen. Warum habe ich die denn ausgezogen? Laufe ich ohne Hosen rum? Keine Ahnung, ob ich ohne Hosen rumlaufe. Dinge habe ich schon alle verkauft. Die interessanten. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Kaufen wir noch mal ein paar. Wie viel habe ich jetzt? Ich hätte gerne wieder 10. 5. Ja, wird schon teurer. 7, 8, 9, 10. Weißt du noch, wo du lang musstest? Lass uns nicht im Stich, ja? Ich komm hier lang. Schöne Aussichten. Nee, du hast gemerkt, dass es keine Chance hat. Wo war denn dieses S? Da war doch ein S gemacht. Das ist das S. Also muss ich hier hin. Wenn ich ja noch lange laufen. Da steht auf jeden Fall mein Pferd, ne? Wo war dieser Vorsteher? Oh, Salkin?
Okay, von hier und das Ding ist ja irgendwo dann da. Ich kann ja mal versuchen, direkten Weg ist, zu rennen. Du hast das Aufnahmeritual bestanden. Nun hast du das Recht, an unserem traditionsreichen Rennen teilzunehmen. Oder hast du es dir anders überlegt? Nee, nee. Ich versuch's jetzt mal in Luftlinie. Ich bin startklar. Dann möge der Bessere gewinnen. Erstmal auf die Karte gucken. Was sind das hier für Dinge? Irgendwie fehlt mir es ist ja irgendwie am Ende hier, ne? Und da komme ich ja wohl nicht rüber. Oder vielleicht doch? Können wir dieses S sein lassen und geradeaus. Ja, da ist durch. Ach, das ist ja gar nicht meine Fahne. Schitikowski. Wo bin ich jetzt eigentlich? Da. Aber eigentlich bin ich ja da. Die blaue Fahne. Zur blauen Fahne will ich. Okay. Mich der Gaul abgeworfen. Jetzt bin ich hier. Dann war's. Irgendwann auf dem Weg warst du. Man kann sich da scheinbar auch gut verlaufen. Okay, hier ist also der Weg. So weit muss ich wahrscheinlich gar nicht.
jetzt wisst, wo der stecken war. Ah. Also, ich mache wieder das S hier. Aber es kann auch gut sein, was ist das hier eigentlich alles? Dass ich diesen Weg gehen muss. Ja. Rot mag's nicht. Man muss es ein Geben halten. Ja, was sehen Sie denn? Wo bin ich jetzt? Ja, wo bin ich? Ich bin da. Ich glaube aber nicht, dass ich da hätte hin müssen. Ich hätte wahrscheinlich hier diesen Weg, den Weg laufen müssen. Bis da, ja genau, da ist das Village.